Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal O Sole Miso. Hier seht ihr verschiedene Saatgut. In diesem Video zeige ich euch, wie man schnell und sicher keimen lassen kann. Viel Spaß! Heute ist Mitte April. Was wir jetzt schnell machen sollten, sind die Saatgut von zum Beispiel Salat oder Radieschen und Tomaten. So, dann jetzt zeige ich euch mit Radieschen, andere sind auch gleich. Man braucht Küchenpapier, solche Ziploc-Tüte, ganz klein, und Stift zum Beschriften. Zuerst schneide ich Küchenpapier etwas klein, so drauf lege ich zum Beispiel Samen von Radieschen und dann einmal falten, von den beiden Seiten nochmal falten und oben auch, damit nicht rauskommt. So, jetzt sieht man ein bisschen hier und das sollte man jetzt nass machen. So, ich habe nass gemacht und dann habe ich auch beschriftet hier Radieschen. Wenn man mehrere Saatgut machen möchte, dann sollte man unbedingt beschriften, sonst nachher alles durcheinander. Man erkennt nicht mehr. Okay, dann diese nass gemachte Saatgut in die Ziploc-Tüte rein. Zumachen. Jetzt ist sehr wichtig, das sollte man in die vordere Tasche am Brust. So, dann sollte man jetzt möglichst zusammenleben. Bei Radieschen ungefähr 2 Tage, auch Salat 2 Tage. Tomaten vielleicht etwas mehr, braucht man Zeit. Also dann sehen wir uns in 2 Tagen.